Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3, Titan Lords. Yeah, mal unschuldige Äffchen gibt's auch. Ein großer Löffel, den nehme ich gern mal mit. Ein unschuldiges Äffchen. Ja, warum nicht? Sind wahrscheinlich deren Haustiere. Ich höre Stimmen, glaube ich. Egal. Ich bin kein Alchemist. Stimmt, wir haben sie nicht gelernt. Ich habe zu wenig Geld. Die Gnädigste, mit ihr wollten wir noch weiter quatschen. Hallo, wir sind wieder da. Also erzähl mir von dem Orakel. Erzähl mir von dem Orakel. Das Orakel ist weise und sehr alt. In Zeiten der Unruhe fragen wir es um Rat. In Zeiten wie diesen? Tschi, wir haben es auch versucht. Doch Margolotte hat unsere Audienz bisher verweigert. Sie hat sich eingeschlossen in ihrer Höhle aus Fels und Stein. Aber genug davon. Wir sollten nicht weiter über das Orakel reden. Die alte Margolotte sieht und hört alles. Okay. Sie ist schnell erbost, wenn man über sie spricht. Oh, na das wollen wir da nicht. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Habt ihr Angst vor dem Orakel? Ja? Die würde ich gerne mal kennenlernen. Unterschätze nicht die Macht des Orakels, Guccio. Wenn sie dich in ihre Fänge bekommt, frisst sie dich bei lebendigem Leibe. Margolotte ist weise, sehr besonnen und freundlich. Jedoch kann sie auch kalt und sehr grausam sein. Verstehe. Wahrscheinlich je nachdem, wie sie aufsteht, ne? Typisch Frau. Da braucht man kein Orakel zu sein. So geht's uns allen. Ja. Ja. Das stimmt nicht mit diesem... was stimmt nicht mit diesem Dorf? Kannst du mir das beibringen? Na, was stimmt nicht mit deinem Dorf? Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Kieler sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hike wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Wie erneuert man das Zeichen der Ahnen? Wie erneuert man das Zeichen der Ahnen? Es ist ein Zepter, gefertigt aus vielen wertvollen Gaben unserer Welt. Aha. Ein bisschen Kram sammeln sollte kein Problem sein. Das letzte Zepter wurde vor 100 Jahren gebaut. Huch. Und weiter? Es ist sehr aufwendig, die alten Rezepte zu verwenden. Dann solltest du dich besser beeilen. Wo ist das Problem? Ja, genau. Wo ist das Problem? Ich muss noch Vorbereitungen treffen, um das Zepter zu bauen. Da bleibt mir wenig Zeit für die Beschaffung der Zutaten. Ich fürchte, es könnte für die Kieler zu spät sein, wenn ich meine Arbeit vollendet habe. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Selbstverständlich. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Das ist gut. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich brauche ein besonders stabiles Spinnenbein für den Griff des Zepters. Eine schillernde Perle, ein Symbol aus Jade und das Herz eines starken Panthers. Mhm. Es sind Dinge, die für die besonderen Kräfte der Hike stehen, mit denen man sie milde stimmen könnte. Wo man diese Gaben findet, steht auf den Ahnensteintafeln in unserem Dorf. Kannst du unsere Sprache, Guccio? Ein bisschen, nicht genug, fürchte ich. Nicht genug, fürchte ich. Ach, schade. Trotzdem danke für dein Angebot. Naja, ich kann's ja mal versuchen. Ah, gut. Dann geh zu den drei Ahnensteintafeln und versuche dein Glück. Wir haben die Ahnensteintafeln in und um unser Dorf herum errichtet. Alles klar. Gut. Ich werde hier alles vorbereiten. Ja, mach das mal. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Talismane herstellen, Sprüche herstellen. Ich dachte jetzt, dass ich nichts bekommen darf, ne? Aber okay. Also Talismane herstellen. Erlaubt es dir, magische Ringe und Amulette herzustellen? Sprüche herstellen lernen. Binde die Magie deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Okay. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Federohrringe.
Knochenkette. Astralsicht, aha. Knochenring. Augenäffchenschädel, haufenweise Zauber. Okay. Ich würde gern was verkaufen, bitte. Aber was? Gibt's Plunder für bei uns, was wir loswerden könnten? Da muss ich wieder aufmachen. Perlen tatsächlich kann ich hergeben. Silberteller und Geschirr sollten wir jetzt nicht. Das soll man beim Piraten abgeben, ne? Ja, eine Spitzhacke kann sie haben. Zwei Krüge, die sind halt nichts wert. Ein Puschel, eine Rassel wird von den Eingeborenen für Rituale verwendet. Aha. Ich würde sagen, eine, ich meine, die Goldpfanne bringt halt auch nicht wirklich viel, ne? Das ist halt ja benutzbar. Ja, ich würde sagen, Handel akzeptieren. Vierte, also so wird das nichts mit Geld. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Ist jetzt Ixil? Ja. Schaut aus. Na gut. Und wer sind Sie? Hirutu. Karakagucho. Ja? Verdammte Piraten. Schon wieder einer in meinem Dorf. Ich sollte euch von meiner Insel jagen, bevor noch mehr von euch hierher kommen. Vielleicht sollte ich das Reden übernehmen. Mit Eingeborenen kenne ich mich aus. Ah. Ich krieg das schon hin. Spiel ich mal nicht so auf. Einschüchtern 40. Ich gehöre nicht zu dem Sauhaufen da unten. Du magst die Piraten wohl nicht. Ja, das vielleicht. Du magst die Piraten wohl nicht. Nein. Seit sie hier sind, haben wir hier oben nichts als Ärger. Ich bin Chaka Hirutu, Häuptling und oberster Schamane der Kila. Ich habe hier große Verantwortung und nur wenig Geduld mit euch Herumtreibern, die die Ruhe meines Volkes stören. Hirutu. War Hirutu nicht damals im Zweier, also Risen 2, einer der beiden Häuptlingsanwärter? Hirutu. Ich glaube schon, ne? Weil jetzt ist das Ganze schon ein Weilchen her. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Entspann dich mal, Kumpel. Ich denk, von mir habt ihr nichts zu befürchten. Ich brauche eure Hilfe. Ha! Ist das so? Wir haben genug eigene Probleme, Gucho. Unsere Ahnen sind erzürnt und sprechen nicht mehr zu uns. Das Meer und auch unser Dschungel scheinen verrückt geworden zu sein. Zu allem Übel ist da auch noch das Lumpenpack unten am Strand, das uns das Leben schwer macht. Nein, Gucho, wir können dir nicht helfen. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Was ist das Problem mit den Piraten unten am Strand? Ja? Was ist das Problem mit den Piraten unten am Strand? Man kann ihnen nicht trauen. Sie wollen, was uns gehört. Nur darum sind sie hierher gekommen. Und wenn sie es haben, ist es verdorben. Wir werden sie unseren Ahnen opfern. Sehr schön. Wie verhindere ich, dass du einen Krieg gegen die Piraten anzettelst, ja? Wie verhindere ich, dass du einen Krieg gegen die Piraten anzettelst? Ono, schon bald werden wir sie opfern und die Ahnen selbst werden uns im Kampf beistehen. Denkst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Du irrst. Doch geh. Sprich mit Tenya, unserer Kiki. In ihren Worten liegt die Weisheit, in meinen der Schmerz. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja. Sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Was denn? Eine Frau ist mächtiger als du? Boah, wie gemein. Wann kommt sie zurück? Wann kommt sie zurück? Chani ist in das verbotene Land gegangen.
Das ist viele Monde her. Oh je. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Erzähl mir mehr über euer Orakel. Mein Geist wurde ins Schattenreich, ins Reich der Schatten verbannt. So. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss doch etwas dagegen tun können. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Sehr schön. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Ja, eben. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen. Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Pa, das ist ja widerlich. Ob er Späße versteht? Mit ein bisschen Salz und Pfeffer? Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Kriegt man dadurch nicht aber minus Seele? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Hike. Dann ist das schwarze Herz rein und du kannst es essen. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann... Ach du Scheiße, das kann man schon so furchtbar verstehen. Nein, 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 das will ich gar nicht hören. Und dann schneide ich ihr das Herz raus. Was? Etwas möglichst Einfaches, wenn es geht. Nein, 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 das will ich gar nicht hören. Es muss auch einen anderen Weg geben. Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das ist auch nicht besser. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Oh Gott, wo bekomme ich... Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens her? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen geboren worden. Entweder du jagst sie oder du gehst zu einem unserer Händler. Händler? Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Passt, Händler. Erzähl mir mehr über euer Orakel. Die Margolot war die allererste auf dieser Welt und trägt das Wissen von Jahrtausenden in sich. Sie hat die Zeiten überdauert und verfolgt unser Schicksal schon seit unserem Erscheinen auf dieser Erde. Das verbotene Land ist ihre Heimat. Wehe dem, der Margolot herausfordert, also sei gewarnt. Sie ist weise, jedoch unerbittlich, wenn Fremde ihre Ruhe stören. Wo ist dieses verbotene Land? Unerreichbar für dich. Es liegt jenseits des großen Tores im Osten. Der Älteste der Tonka bewacht den Zugang. Baraka ist sein Name. Nur er kann das Tor öffnen. Und er beschützt das verbotene Land vor den Augen der Fremden.
Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Ich weiß, dass die Geister der Gutschus über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? Kannst du mich die Voodoo-Magie lehren? Der Dschungel spielt verrückt. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes. Ja, das ist natürlich. Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Kannst du mich Voodoo-Magie lehren? Kannst du mich die Voodoo-Magie lehren? Ich soll dich in den Lehren unserer Ahnen unterweisen? Bitte, ja. Genau. Ha! Niemals werde ich einen Fremden in unsere Geheimnisse einweihen. Außerdem, die Ahnen sind erzürnt. Sie haben schon seit vielen Tagen nicht mehr zu uns gesprochen. Ich könnte gar keinen neuen Lehrling unterweisen, bevor sie mich nicht wieder erhören. Das ist dann blöd, ne? Womit habt ihr sie verärgert? Womit habt ihr sie verärgert? Uns trifft keine Schuld. Das ist das Werk der bösen Mächte, die nach uns greifen. Die Visionen von Kiki Tenya müssen wieder rein von Tod und Verderben sein. Tenya bemüht sich schon sehr lange um die Gunst der Hike. Wir Kila müssen geduldig den Tag erwarten, bis Tenya wieder... Kann man das nicht beschleunigen? Bis dahin könnte sonst was mit den Kila passieren. Ohne die Hilfe der Hike ist unser Schicksal verwirkt, Gucho. Da helfen auch deine hastigen Worte nicht. Ich mach das. Ich bring deine Ahnen wieder zum Sprechen. Ich mach das. Ich bringe deine Ahnen wieder zum Sprechen. Du hast Mut. Und du hast die Hartnäckigkeit eines Panthers. Doch ob das allein reicht, dass die Hike dich erhören? Ha! Das ist höchst unwahrscheinlich, wenn sie schon nicht mit uns Kila sprechen. Und wenn ich es doch schaffe? Unmöglich. Aber nun, sollten sie zu dir sprechen, werde ich dich in der Voodoo-Magie unterweisen. Cool. Na klar. Na also, geht doch. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, das passt schon. Das hört sich gut an. Aber Vorsicht, Gucho. Ja. Dann bist du einer von uns, ein Kila. Ich werde dich in unseren Stamm aufnehmen und dir unsere Geheimnisse anvertrauen. Doch das heißt auch, dass du unser Volk beschützen musst und du keiner anderen Gemeinschaft mehr angehören darfst. Alles klar. Wir werden trotzdem die Quest machen und auch abgeben, nur werden wir uns noch nicht den Kila anschließen. Wie gesagt, ich möchte gern Magier werden. Und was ist, wenn ich gar nicht zu eurem Stamm gehören will? Ja. Und was ist, wenn ich gar nicht zu eurem Stamm gehören will? Mit der Lehre der Voodoo-Magie übernimmst du auch die Pflichten eines unserer Stammesmitglieder. Aber das kannst du später noch entscheiden, wenn es soweit ist. Okay. Geh nun zu Tenya und hilf ihr, das Zepter der Ahnen zu vollenden. Jawohl. Denn nur mit diesem Zepter werden wir es schaffen, dass die Hike uns wieder erhören. Komm zu mir, wenn Tenya ihr Werk vollendet hat. Dann... Und nur dann reden wir weiter über die Voodoo-Magie, Gucho. Okay. Die Kila sind ein starkes Volk. Aha, der Kuss des Todes. Wunderschön. So. Da muss er aber sehr schlecht küssen, der Tod, das gleich zum Sterben ist, ne? Ha, ha, ha. Okay, wohin als nächstes? Ich würde sagen, darüber. Da ist, glaube ich, schon so ein Stein der Weisen. Oh, da ist noch jemand. Noch mehr unschuldige Äffchen. Hallo! Was du wollen, Gucho? Ich sehe mich einfach nur im Dorf um. Nichts, vergiss, dass ich dich angesprochen habe. Nein, ich sehe mich im Dorf um. Ich sehe mich nur in eurem Dorf um. Chi, doch vergiss nie, dass die Gaben unserer Ahnen unserem Volk gehören. Beschwöre nicht den Zorn der Hike. Sonst wirst du das Schicksal unseres Gefangenen teilen. Es ist dir gestattet, mit ihm zu sprechen, aber seine Zunge ist voller Lüge. Doch genug Palaver. Yalla, yalla! Jawohl. Das heißt, er ist hier? Tatsächlich. Ich werde mal ganz kurz speichern. Und da fällt mir auf, ich müsste vielleicht früher später mal niesen zwischendurch. Also wenn ich mal kurz muten muss, dann zerreißt es mich gerade, ne?
Hallo, wer sind denn Sie? Slim. Ha. Was haben wir da? Expedition 4. Nehmen wir auch gleich mit. Ich muss das alles mal lesen. Hallo, oh, Slim. Verdammt! Was machst du denn hier? Warum bist du noch am Leben? Wie kann das sein? Ach nee. Warst du nicht der Typ, der Patty damals die Schatzkarte von der Krabbenküste verkauft hat? Ich kann alles erklären. Ja, bitte. Für Erklärung ist es jetzt zu spät. Wegen dir wäre ich fast draufgegangen. Dann schieß mal los. Aber ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen. Dann schieß mal los. Aber ich warne dich. Versuch nicht, mich zu verarschen. Ja. Ich wurde damit beauftragt, dir und deiner Freundin diese Karte von der Krabbenküste anzudrehen. Weiß nicht mal, was das für ein Ding war, das mir den Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall war es kein Mensch, so viel sicher. Ein riesiger Haufen Knochen, der sprechen konnte. Hat mir gesagt, ich soll mit Gold überschüttet werden, wenn ich das mache. Im Ernst, was hätte ich machen sollen? Hätte ich abgelehnt, wäre ich sofort dran gewesen. Bin doch nur eine arme Wurst, der man keine Wahl gelassen hat. Du sitzt ganz schön in der Scheiße, Freundchen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber du musst mir helfen. Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet ich dir helfen sollte? Weil hier sonst keiner ist, der mir zuhört. Die wollen mich ihrem Orakel opfern. Red mit ihrem Häuptling. Sag ihm, dass sie mich freilassen sollen. Was weißt du über das Orakel? Was weißt du über das Orakel? Ich weiß nur, dass es eine ihrer Gottheiten oder so sein soll. Aber das ist auch völlig egal. Mann, ich will nicht sterben. Hilf mir endlich, bitte. Wo ist das Gold, das man dir gegeben hat, um mich reinzulegen? Ich werde mit dem Häuptling reden. Mal sehen, was er über dich zu sagen hat. Das Gold. Wo ist das Gold, das man dir gegeben hat, um mich reinzulegen? Davon ist nichts mehr übrig. Ein Teil wurde mir geraubt und den anderen habe ich versoffen. Oh Gott. Du siehst, ich habe schon mehr als genug für meine Taten gebüßt. Ich schwöre bei meiner Piratenehre, wenn ich noch etwas hätte, würde ich es dir geben. Ehre? Aus deinem Mund hört sich das an wie ein Witz. Mhm. Mann, es ist mir wirklich ernst, glaub mir. Mal schauen, was der Häuptling über dich zu sprechen weiß. Ich werde mit dem Häuptling reden. Mal sehen, was er über dich zu sagen hat. Aber vergiss nicht zu erwähnen, dass er mich freilassen soll. Ich denk drüber nach. Mann, mach bloß keinen Scheiß. Ich hab bestimmt irgendwann mal Frau und Kinder. Tja, irgendwann. Oder auch nicht. Mit dem wenigen Haaren, die du... Ja. Er könnte sie dir auch ausgerauft haben, ne, Flatterzorn. Das, dann kann die, dann wäre er ja noch gut in Schuss. Und gut im Saft. So. Ein Jadesteinchen. Steintafel des Jägers Uxmal. So, was steht hier? Uxmal wurden Zeichen der Stärke geopfert. Der Panther ist eins der stärksten Tiere. Uxmal ist wohl ein Jäger und seine Gabe ist das starke Herz eines Panthers. Tja, wo finde ich einen starken Panther? Hier steht etwas von einem Altar nordöstlich des Dorfes. Juhu! Hoffentlich wird er mich nicht umblingen. Eine Feuerblume. Boah, ich will kein unschuldiges Äffchen töten. Na, ich will mir das kaufen. Unbedingt. Also irgendjemand soll mir das verkaufen können hier im Dorf. Die Knochen, also das wird meine einfachste Aufgabe sein, denke ich mal. Wer konnte handeln? Ich glaube sie, ne? Hallo, ich will dich nicht beim Tanzen stören, aber kannst du mit mir handeln, bitte? Lass uns handeln. Sie müsste doch so ein Äffchen-Ding haben, oder? Kleines Äffchen. Oder auch nicht. Naja, wenn sie das zum Verkaufen hätte, müsste sie das ja eigentlich nicht unbedingt erbieten, ne? Egal. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Quatsch mal noch ein bisschen mit ihm. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Tschi, sie sind uneins mit der Natur. Von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst.
Wie kann ich Hiruto von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Wie kann ich Hiruto von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Kucho. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Okay, wen muss ich verprügeln, damit er auf mich hört? Boah, wie gemein. Nicht zulassen. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Aha. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Unsinn, da haue ich ihm lieber ein paar auf die Glocke. Wozu brauchst du das Haar? Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Wir sollen den Häuptling reinlegen? Das klingt nach einem todsicheren Plan. Todsicher, hm? Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, warum nicht? Wo finde ich Makoto? Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Ah, ich glaube, den haben wir gerade vorhin gesehen. Ich besorge dir ein Härchen von ihm. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi. Aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Kucho. Okay, na dann, ciao, ciao. Hier fühle ich mich wie zu Hause. Wer den Eingeborenen Respekt erweist, wird mit Respekt behandelt. Außer sie haben nichts zu essen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aha. Welches Bett? Die Affenstatue nehmen wir mit. Ein Bett, noch ein Bett. Jadestein, Voodoo-Puppe, noch eine Voodoo-Puppe. Das scheint doch schon gewesen zu sein. Welches Bett zum Henker? Meinte der denn, steht der jetzt vielleicht... Ah, Bahatis Bett. Bett durchwühlen. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. Okay, zum nächsten Morgen schlafen. Ich würde sagen, nee, noch nicht. Okay, das war einfach. Drehen wir wieder mit ihr. Hallo, ich habe ein Haar von Makoto. Ich habe ein Haar von Makoto. Gut, lass es mich in die Puppe weben. Cool, das ging ja einfach. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, yalla Kucho, wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Okay. Danke, ich würde sagen, das speichern wir mal. Ui, und der Part ist eh zu Ende eigentlich auch. Okay. So und so, glaube ich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir den Part beenden. Und dass wir im nächsten Part Makoto übernehmen. Ganz unverblümt. Die Treppe runter hat sie gemeint. Warte mal. Das ist da drüben, glaube ich, irgendwo mal gewesen, oder? Geht hier nicht irgendwo? Ist das hier nicht der Treppe? Da. Jawohl, das passt genau. Und das hier müsste dann schon Makoto sein. Jawohl. Dann können wir im nächsten Part mit ihm sprechen. Würde ich sagen. Und ihn auch übernehmen. Denke ich mal.
Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!